Jetzt haben wir nur noch den Hauptmann. Den schwächen wir erstmal. Du frier ihn ein. Und du Pixie Ball ordentlich. Und Beric muss mal kurz geheilt werden. Schnell bitte. So, Lyra, bitte einmal aufstehen. Und dann plündern wir mal alles. Himmelsklinge, Wurfspeer, der sieht cool aus. Hat aber dieselben Stats wie meiner. Nur, dass ich noch treffsicher habe. Oh, ruinierter Schild, Plündererstiefel und ein Schleifstein. So, jetzt kann ich mal kurz... Ach, Quicksave F6 in dem Spiel. Stimmt ja. Jetzt kann ich wirklich hier alles plündern. Kleine Rosthaufen haben sich auf den Fässern und Kisten angesammelt. Was ist das? Hut eines Adligen. Ein Lagerfeuer zum Rasten, Heiltränke und ein Wachtod. Leichte Lederhandschuhe. Rohes Fleisch. Der Eisenschreiter, der steht da rum und hält Wache. Ein Eisenbarren. Oh, das ist was für den Turm. Ruinierte Helme. Achso, das sind die Vorräte, die wir nicht plündern können, die da noch angezeigt werden. Ja, Lyra und Beric sind halt angeschlagen. Lyra vor allem ziemlich stark, weil sie halt kurzzeitig etwas tot war. Und Lyra hängt auch ein bisschen hinterher in der Erfahrungspunkte. Good thing I keep a torsion wrench handy. Merke ich gerade so, weil sie ist schon Level 7 geworden gerade. Beric ist schon auf halbem Weg zu 8. So, du hast noch nicht ausgegebene Talentpunkte und Attributspunkte. Dann kriegst du erstmal etwas Schnelligkeit, weil... Obwohl, was pusht Magiestab? Magiestab wird durch Verstand und Gewandtheit gepusht. Sollten wir auch irgendwann mal erhöhen, aber erstmal das hier auf 12 bringen. Und Talent? Wollte ich bei ihr hauptsächlich auf Grabeslicht gehen, oder? Oder haben wir hier drüben was? Während App keinen Schaden erleidet, sie die Erholungszeit reduziert und sie greift mit normalen Angriffen zweimal an. Bonus aufgehoben. Beeinträchtigungen, mit denen App belegt ist, sind von kürzerer Dauer, ist auch nicht schlecht. Verleiht nachts einen Bonus auf den Skill Grabeslicht beherrschen und auf den Grabeslichtschatten. Ruf des Urteils. Ips Anwesenheit belegt Geister, die mit der Beeinträchtigung verängstigt. Runenbarriere, Zauberbarriere. Weil hier war auch was. Zauberfähigkeiten erhöhen, erhalten einen größeren Wirkungsbereich. Schaden mit Magiestäben ist auch nicht schlecht. Schock- und Frostschaden. Eigentlich ist Gezeiten gerade das Bessere für sie. Arkanes Geschoss. Ja, alle, wenn App in der Gruppe ist, erhalten allgemeine Bonuserfahrung für die Skills Wissen, Zauber und Magierstab.
Verleiht Bonuswissen und zusätzliche Zauberplätze. Das ist auch nicht so verkehrt. Hier drüben ist aber auch gar nicht mal so schlecht, was sie an Zeug da hat. Unbarriere. Wenn Epi im Kampf leichte Rüstung trägt. Das ist eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Also ja, ich werde wahrscheinlich mehr auf Grabeslicht gehen. Obwohl ich hiermit ihre Zauber oder auch ihre Zauberstäbe verstärken kann. Ich könnte auch beides gleichmäßig steigern. Weil der Bonus für Frost und Schock ist gar nicht mal so schlecht. Und größeren Wirkungsbereich. Wobei das hier auch nicht schlecht ist. Na, gehen wir mal weiter bei Grabeslicht. Bis ich runische Wissensmeisterin freigeschalten habe. Und dann kann ich auf Gezeiten gehen. So. Jetzt hoffentlich reichen die Erfahrungspunkte, die Lyra kriegt, für ein Level up. Da muss ich nämlich nicht so schnell rasten. Und ja, ich weiß. So, Osmos. Was hast du zu sagen? Kallias. Osmios begrüßt den ehemaligen Gefangenen mit ausgebreiteten Armen. Grave Nash hat uns aufgetragen, dich zu suchen. Du stehst sehr in seiner Gunst. Beric? Kallias bittet zu deinen Gefährten hoch. Ich habe dich da drin kaum erkannt. Ich würde ja gerne sagen, dass du ein erfreulicher Anblick bist, aber... Naja, du schaust schrecklich aus. Meinst du damit, er würde nicht immer einen... Meinst du damit, er würde nicht immer einem wandelnden Eimer voller Abfälle, Fäkalien und Rost ähneln? Das überrascht mich schon etwas. Schön, dich in einem Stück wiederzusehen, Kallias. Der Soldat verzieht das Gesicht, also versucht aufrecht zu stehen. Ich bin erleichtert, meine Landsleute wiederzusehen. Aber gib mir einen Augenblick. Ich bin noch schwach von meinen Wunden. Ashes Schutz hat mich am Leben gehalten, aber diese Ungebrochenen können gnadenlos sein, wenn sie etwas wollen. Er blickt auf. Schön, dich lebendig zu sehen, Soldat. Ich glaube, ich habe deinen Namen vorhin nicht gehört. Salutieren. Ich bin Brenoir Tunnels Schicksalsbinder. Grave and Ash beschützt. Die Ausstrahlung des Soldaten verändert sich. Er blickt dich mit Respekt an. Oh ja, ohne Ash wäre ich heute nicht am Leben. Was kann ich für dich tun? Ich fürchte, du findest mich nicht in meinem besten Zustand vor. Wer bist du, Soldat? Ich war Ehrenwache von Amelia, der Tochter des Großgenerals. Seine Stimme bricht. Es war meine Ehre und mein Stolz, an ihrer Seite zu kämpfen und meine große Schande, als Stredos Herodins Truppen uns überwältigten und gefangen genommen haben. Der alte Regent mag 10-mal so stur sein wie sein Volk, aber er ist kein Deutsch schwächer. Es klingt, als hättest du deine Pflichten vernachlässigt. Ich bin nicht gekommen, um über dich zu urteilen, nur um die Wahrheit zu erfahren. Ashes Tochter hat die Stimme überlebt. Ich bin nicht gekommen, dich zu richten. Das ist eine willkommene Abwechslung. Auch wenn die Ungebrochenen so lange versucht haben, die Wahrheit aus mir herauszuholen, dass es mir seltsam vorkommt, nicht mit einem wohlplatzierten Leck mich am Arsch zu antworten. Zumindest folgst du vertrauensselig. Er blickt besorgt zu Osmios auf. Amelia ist an diesem Tag nicht auf dem Schlachtfeld gestorben. Wir wurden beide gefangen genommen, aber ich wurde hierher gebracht, um zu leiden. Das Edikt erging etwas über ein Jahr später und ich nehme an, dass es jeden Versuch vereitelt hat, uns zu retten. Wenn Stredos kein Narr ist, dann hält er sie am Leben, als Geisel für eventuelle Verhandlungen in der Zukunft. Bei Kyros, das bestätigt alles, wofür meine Legion gekämpft hat. Sie hat die Gefangennahme überlebt. Das heißt, es besteht eine Chance. Ich weiß von Ash persönlich, dass er eine Verbindung zu seiner Tochter gespürt hat. Er runzelt die Stirn. Sie ist sogar aus irgendeinem Grund stärker geworden. Du hast eine für viele Schicksalsbinder.
Der General verlangt, dass wir Wachplatz einnehmen, Amelia retten und endlich diesen Stürmen ein Ende setzen. Das erste sage ich nicht. Ja, wir gehen direkt zum Punkt über. Also wir hinterfragen jetzt nicht, ob sie noch lebt. Wir gehen einfach mal davon aus, dass sie noch lebt. Wir haben die Ungebrochenen vor, noch nach Wachplatz hineinzugelangen. Hast du sie belauscht? Ich habe in meinem Pferch einiges mitbekommen. Vor ein paar Wochen habe ich sogar Matthias gesehen, den Anführer der Ungebrochenen. Matthias hatte die anderen überzeugt, dass irgendein altes Artefakt des unbeugsamen Landes ihnen helfen würde, Kyros Stürmen zu trotzen. Er wollte es nutzen, um mit den Ungebrochenen den Windwald zu durchqueren und nach Wachplatz zu gelangen. Er runzelt die Stirn. Artefakte sind mir ein Rätsel, aber die Ungebrochenen betreiben derart viel Aufwand, um alles zu finden, dass ich die Angelegenheit ernst nehmen würde. Sag mir nur, wohin Matthias seine Truppen geschickt hat, dann werde ich mich auf den Weg machen. Sag mir, was du über Artefakte weißt. Nein, sag mir, wo die Truppen sind. Er sagt ja selber, er weiß nicht viel über Artefakte. Sie sind ihm ein Rätsel. Also sag mir, wo sie sind. Er hat einen großen Trupp Soldaten in die Rostschluchten geschickt. Er hätte Dimmerwacht nicht seiner Verteidiger beraubt, wenn er nicht absolut überzeugt wäre. Das ist die beste Nachricht, die ich seit langem gehört habe. In der Gegend um die Rostschluchten operieren jede Menge Geschmähte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unsere Feinde überwältigen. Er nickt dir zu. Erstattet Graven Ash in ihren Essen Bericht. Er muss wissen, was hier vor sich geht. Beide Seiten wollen nach Wachplatz, doch einer unserer Kommandanten ist schon in der Gegend. Er kann die Stellung halten, während du mit Ash sprichst. Gut. Lyra hat keine Erfahrungspunkte gekriegt. Wahrscheinlich, weil wir die Quest erst abgeben müssen. Aber wir haben wenigstens jetzt Fort Dämmerwacht erobert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Unbeugsamen das lange halten konnten. Das ist nämlich schon ein ziemlich solides Fort, so wie das aussieht. Ich meine, bei den Stürmen, die hier wehen, muss das ziemlich stabil sein. Und man bräuchte wirklich jede Menge Erdhexer, um da durchzubrechen. Oder Katapulte. Warum kommen wir jetzt auf einmal wieder zum Turm des Sonnenuntergangs? Der war doch ausgegraut. Jetzt geht es aber erstmal zur Ehrenesse zurück. Dort geben wir die Quest ab, erhalten neue Befehle von Ash. Auch wenn Ash ja nicht unser Kommandant ist. Eigentlich könnte man sagen, Ash und ich, wir sind mehr oder weniger gleichgestellt. Weil alle Archonten sind ja Thunern untergeben. Do we get breaks in this gang or what? Alle Archonten sind Thunern untergeben und Thunern ist halt Kyros untergeben. Und da ich ja auch Thunern untergeben bin als Schicksalsbinder. Hast du uns noch was zu sagen? Willkommen zurück, Schicksalsbinder. Brauchst du noch etwas? Ich habe ein paar Fragen. Leb wohl. Okay. Also erst Befehle, dann könnten wir theoretisch hier schlafen. Da geht aber unser... Oh, Fernkampfschaden ist verringert und Genauigkeit ist verringert, solange wir uns im Edikt der Stürme befinden. Und ja, unser Rastbonus ist eh aufgebraucht. Gut. Hallo Ash, wir sind wieder da. On it.